Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man diesen coolen Tischtennistisch bauen kann. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Und zwar ist das erste, was wir machen müssen, einen Block nehmen. Und dann machen wir eine Fläche, die 7x9 Blöcke groß ist. Also das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, diese ganze Fläche hier müsst ihr jetzt mit einem Block auskleiden. Und ich mache das jetzt mal eben schnell. So, wenn ihr die Fläche fertig habt, dann sucht ihr euch einen Wollblock eurer Wahl aus. Das habe ich mich jetzt hier für rot entschieden. Denn wir benutzen hier diese Technik, dass man quasi auf einem Teppich noch einen Teppich platzieren kann, damit eben dieser Tisch eben zustande kommt, damit das so aussieht, als würde das tatsächlich ein Tisch sein. Also, dass man quasi hier einen Teppich platziert und dann da oben drauf noch einen und er schwebt dann. Und dementsprechend brauchen wir hier unten einen Teppichboden. Und ihr sucht euch jetzt, wie gesagt, irgendeine Farbe aus, wie ich zum Beispiel in diesem Fall jetzt rot. Und dann nehmt ihr euch erstmal Wollblöcke davon, also keinen Teppich, und platziert in der Mitte links und rechts von eurer Fläche jeweils einmal so einen Block und geht dann auf die anderen Seiten und macht dann einen vom Rand quasi nochmal so einen Block hin und auch von der anderen Seite. Und das Ganze hier auch nochmal. Und dann sieht das Ganze so aus. Das sind jetzt quasi die Blöcke, wo ihr dann einen Zaun draufstellt. Welche Farbe der Zaun hat, ist dabei euch überlassen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir hier diese Fläche quasi einmal auslegen mit Teppich. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. Nur, dass wir in der Mitte eben so einen Strich einmal freilassen. So. Und da stellen wir jetzt nämlich Quarz hin. Und zwar Quarzsäulen. Und zwar so, dass sie quasi in so einer Linie verlaufen. Und da oben drauf machen wir jetzt weißes Glas oder weiße Glasscheiben vielmehr. Und das soll jetzt quasi so das Netz sein. Und das nächste, was wir machen, ist, dass wir von diesem Block aus grünen Teppich legen. Beziehungsweise hellgrünen Teppich. Und zwar 2x4. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. So. Und dann in die Mitte machen wir einen weißen Streifen. Das Ganze hier auch wieder einen weißen Streifen, der 1x4 lang ist. Und dann wieder auf den beiden anderen Seiten 2x4 grün. Und dann haben wir nämlich schon den ganzen Teppich eigentlich fertig. Beziehungsweise mir fällt gerade auf, dass hier auch rot ist. Das bedeutet, wir machen hier tatsächlich alles rot, damit das ein bisschen besser aussieht einfach. So. Und dann haben wir jetzt den Teppich fertig und auch das Tischtennisfeld. Das ist ein relativ einfaches Tutorial geworden. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Tischtennis in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.